Hallo, mein Name ist Martin Santandreou. Ich bin Inhaber der Marti Fruit SL. Ich führe das Unternehmen in dritter Generation. Unsere Familie widmet sich seit 50 Jahren der Landwirtschaft. Spezialisiert auf den Anbau von Steinobst, Trauben. Und in den letzten Jahren haben wir um Kaki erweitert. Unsere Hauptsorte ist die Kaki Persimmon aus der Region Valencia. Zusätzlich bauen wir Steinobst, Aprikosen und Plattpfirsiche in der Region Murcia an. Aktuell ist Valencia das Hauptanbaugebiet für Kaki und deckt damit 90% der spanischen Produktion. Grund dafür ist das Klima in dieser Region mit milden Temperaturen im Winter, warmen Sommern, mit hoher Luftfeuchtigkeit und vielen Sonnenstunden. Ideal für ein perfektes Produkt. Abgesehen von der Bestäubung, Bewässerung und Kontrolle ist beim Kaki-Anbau das Schneiden der Bäume ein wichtiger Faktor, da die Kaki ein sehr sensibles Produkt ist, anfällig für Schrammen und Kratzer, was zu einem hohen Anteil an Qualitäten der Klasse 2 führt. Die Kaki ist druck- und stoßempfindlich. Daher erfolgt bei Marti Fruit die Ernte manuell. Damit minimieren wir den Ausschuss und verbessern die Qualität der Ware, die im Packhaus verarbeitet wird. Die beste Aufbewahrung der Kaki ist im Kühlschrank, zusammen mit anderem Obst. Wenn wir eine längere Haltbarkeit und Frische erzielen möchten, sollte die Kaki nicht zusammen mit Äpfeln aufbewahrt werden. Dank der guten Haltbarkeit und der Aufbewahrung in Kühlkammern können wir die Saison aktuell bis Ende Januar führen. Wir sind allerdings auf der Suche nach neuen Sorten und bestrebt, in Zukunft einen früheren Saisonstart zu erzielen und eine längere Versorgung und ein späteres Saisonende garantieren zu können. Unser Unternehmen startete vor 30 Jahren, zusammen mit meinem Vater und dessen Bruder, mit meinem Onkel Vicente, um das Volumen an Steinobst und Tafeltrauben zu erhöhen. Vor 15 Jahren begannen sie mit dem Kaki-Anbau und mit meinem Einstieg ins Familienunternehmen haben wir die Produktionsprozesse unseres kompletten Anbaus aller unserer Obstsorten verbessert und die Vermarktung steigern können.